Oh, hast du früher auch Murmeln gespielt als Kind? Ich hatte ganz tolle Glasmurmeln und so. Total schöne. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich freue mich, dass du wieder da bist bei Jani auf seiner Reise durch das Moor. Und ich komme hier gar nicht weiter, glaube ich. Ich glaube, mein Bindfaden reicht nicht aus, noch bis da runter zu kommen, ohne dass ich mich auflöse. Ich bin hier im Bärenmoor und ich wollte... Ja, was wollte ich denn? Ich habe zu viel Faden verschwendet, glaube ich. Ich glaube, ich sollte diese Stelle nochmal machen. Also auf ins Verderben. Dabei war es letztes Mal schon so schwierig. Mal gucken, ich zeig dir, was du verpasst hast, falls du letztes Mal nicht dabei gewesen bist. Also, erstmal geht's hier... Ach so, guck mal, ein ganzes Stück weiter muss ich jetzt hier... So. Das ist mein Treibgut. Das brauche ich anscheinend in dem Level auch. Oh, 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 oh. Einmal, oh, nein, 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 nein. Jani, 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 geh hoch da. Jani, Jani, oh nein. Oh nein, da geht's ja schon wieder gut los. Achtung. Also, sehr schön. Ich werde mich jetzt hier mal nicht festknoten, sondern erstmal rübertreiben lassen, bevor hier wieder was passiert. Ja, jetzt hätte ich einen Knoten gebraucht. Nein, das Treibgut treibt weiter, auch ohne mich anscheinend. So, ah, das kommt dann da gleich durch. So. Und das ist jetzt die Konstruktion, die es zu lösen gilt. Dieser Schalter da sorgt dafür, dass hier das Wasser geflutet wird. Das probiere ich jetzt erstmal. Vielleicht. Upsala. Hoch, 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 hoch. Und loslassen. Nee. Ich muss da ja auf die andere Seite kommen. Aber ich habe dann zu wenig Faden gehabt. Ha. Mach hier mal einen Knoten. Oh. Ja, und jetzt habe ich ja mein Dings wieder nicht mehr. Ah. Ach, Manno, das ist echt nicht so einfach. Ich muss mir das gut überlegen, wie ich das machen will. Also, das Treibgut brauche ich hier hinten. So. Und das muss ich als allerletztes auch machen. Spring, Jani, Jani, nicht Knoten. Springen, springen, Jani, Jani, Jani. Oh nein, 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 oh nein. Nein! Also, nochmal. Upsala. Einmal hier wieder rüber treiben. Ach, das ist echt gar nicht so einfach. Menno, ich meine, jetzt ist natürlich für dich langweilig, ne? Du siehst halt jetzt immer dasselbe, was ich mache. Das ist natürlich echt blöd. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber ja, wenn man so eine Chaos-Tante ist wie ich, dann kann das passieren. Mal, nee, warte, warte, warte. Ich muss mir den erst herholen. Wenn der da hinten, ich kriege den ja nicht wieder zurückgezogen. Also das muss ich jetzt erstmal machen hier. Komm mal her, ich schieb mir den so hier hin. Und dann knote ich das auch. Den Knoten kann ich ja wieder lösen, das ist egal, ne? Jetzt muss ich da natürlich wieder hoch. So. Jetzt kann das nämlich nicht wegtreiben. Ah, upsala. Hoch. Und hier hoch. Und jetzt das runterziehen. Na komm her. Beziehungsweise Knoten kann ich jetzt da ja machen. Ja, weil jetzt kommt es nicht weit. Guck. Ich muss nur hier... Oh, bla. Ein Knoten da oben hin. Genau, ein Knoten bitte. Und jetzt sollte ich doch da hoffentlich rübergesprungen kommen, oder? Jawohl. Oh nein, aber jetzt... jetzt ist das nicht miteinander verknotet. Ach, Manno. Das ist doch alles gemein.
Mensch, also was ist denn das für ein Geknote hier? Manometer Peter, so jetzt komm her hier. Ich muss hier wieder abmachen, den Knoten. Also, wieder resettet, wieder bei Null anfangen. Jetzt hole ich mir als erstes mal mein Dings hier. Ach Mensch, so komm her. So, und ich kann mir vorstellen, kennst du das auch, ne? Wenn ich so dann bei anderen Leuten zugucke und nicht selber spiele, dann denke ich ganz oft, warum machst du das nicht einfach so und so? So wäre doch viel einfacher. Warum machst du es dir denn einfach nur so mega kompliziert? Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt dem einen oder anderen von euch, der da jetzt zuschaut, wahrscheinlich genauso geht. Dass ihr dass da der eine oder andere ist, der denkt, warum machst du dir das denn so kompliziert? Warum machst du es dir denn nicht einfach ein bisschen leichter? Das kann ich dir nicht verraten. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, jetzt mein Faden reicht. Ich glaube nämlich... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Puh. Ich glaube nämlich, meine Konstruktion ist jetzt richtig. So, guck mal. Die passt jetzt nämlich. Also rüber komme ich. Jetzt muss ich hier nur... Upsala. Einen Knoten machen. Und zwar so, dass ich nicht nach Möglichkeit kaputt gehe. Und ob ich jetzt darüber komme, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh nein. Kommst du her, du Treibgut? Ich muss den Knoten lösen. Nee. Also, das ist echt so. Jetzt... ziehe ich dich hier rüber. Löse den Knoten. Oh, löse den Knoten. Löse den Knoten, Jani. Genau. Sehr schön. Oh Gott. Und zack. Oh, 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 oh. Und jetzt schieben. Ach du guter Gott. Wenn jetzt der Faden wieder nicht reicht, dann bin ich aber traurig. Aber es sieht gut aus diesmal. Ja, es ist gelöst. Das Rätsel ist gelöst. Ich habe wieder Faden, Gott sei Dank. Und guck mal, der Stein hier hat sich bewegt. Ach, den murmel ich doch mal weg. Jani, komm, gib alles. Dann ziehe ich den vielleicht weg. Kann ich den ziehen? Nee. Jetzt so. Ich muss immer die richtige Taste erst finden. Da weiß ich noch nicht genau, ob ich mich da festhakeln soll. Ich wüsste noch nicht genau, wofür. Oh, noch ein Stein. Ich murmel hier Steine rum. Oh, hast du früher auch Murmeln gespielt als Kind? Ich hatte ganz tolle Glasmurmeln und so. Total schöne. Macht man das heutzutage noch wahrscheinlich nicht mehr. Oder gibt es überhaupt noch Murmeln? Ich weiß nicht. Wow, die Eidechse hat sich bewegt. Cool. Ich brauche mein Treibgut wieder. Da komme ich nicht rüber. Ja. Oh, wow, 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 wow. Nein, Jani. Einfach auf dem Stein stehen bleiben, bitte. So, und hier ist die nächste Wolle zum Einsammeln. Sehr schön. Oh. Oh, da ist ein Knopf. Da ist ein Knopf. Ich habe ihn gesehen. Ich sammle ihn ein. Ich habe den Knopf eingesammelt. So, jetzt sieht das doch hier schon wieder so aus, als ob das nächste Rätsel auf uns zukommen könnte, oder? Nee, hier geht's einfach nur weiter. Oder geht's da hoch? Oh, Treibgut. Das nehme ich mal mit wahrscheinlich. Das werde ich wohl brauchen. Komm. Ah ja, hier brauche ich's. Guck mal. Ich schieb das mal. Guck mal, ich löse mal den Knoten und dann schiebe ich das mal rüber ins Wasser. Oh, warte, vielleicht bevor mir das wegtreibt. So. Ah, der Faden reicht nicht. Doch, es reicht. Komm, schmeiß rein, Jani. Rein damit. Rein damit. Nein, ich sollte vielleicht da oben... Ah, da... Na. Also, hoch, nee. Hier muss ich jetzt ja nicht hin. Aber hier kann ich den Knoten lösen. Und einen neuen machen. Und dann reicht der Faden auch. Guck mal. Wow. Nein, er reicht nicht. Oh Gott, Jani, es tut mir so leid. Ich hab dich umgebracht. Oh nein, was für eine Folge. Oh Gott, der arme Jani, der hat's echt nicht leicht mit mir. Ich sag's dir. Okay, alles klar, jetzt das Treibgut brauche ich ja auf jeden Fall. Sonst komme ich da ja gar nicht weiter. Zack, einmal runter damit.
Ich schieb das jetzt einfach mal da rein und guck, was dann passiert. Geht auch, wa? Man kann sich manche Sachen auch komplizierter machen, als sie sind. Aber da habe ich ein Talent dafür. Oh, Mücken. Guck mal, da sind sie unterwegs und die sind bestimmt Pilze sammeln. Weil es scheint Herbst zu sein, eine dicke Jacke ist an und eine Mütze ist auf. Ich kann mein Seil nicht richtig benutzen hier. Die Mücken. Ich muss das Treibgut mit rüber auf die andere Seite nehmen. So. Komm her. Oh, noch ein Stückchen vielleicht. Geht noch ein Stück? Nee. Einmal den Knoten wieder lösen. Einmal hier rüber. Einmal die... Ah, und so kann ich es aber nicht... Doch, ich kann es greifen. Ich wollte gerade sagen, so kann ich es nicht greifen. Aber doch, es geht. Gut, prima. Dann kann ich das jetzt hier rüber machen. Und da wartet auch schon, oh, die nächste Wolle auf mich. Ganz viele Mücken, oh, Mücken sind so eklig. Aber ich habe immer selten Mückenstiche. Mein Blut ist anscheinend nicht lecker genug. Mein Treibgut muss ich aber mitbringen. Bist du jemand, der dann viele Mückenstiche... Mückenstiche? Kriegst du viele Mückenstiche? Bist du jemand, der viele Mückenstiche kriegt? Ich bin da, Gott sei Dank, wirklich, ich bleib da meistens verschont. Also, ah... Oh nein, oh Gott, na das hätte jetzt noch gefehlt, wa? Ich muss mir das mal... Ah, voilà, so. Oh, hier ist rutschig. So, komm her, du. So, okay. Jetzt ist halt die Frage, traue ich mich das da rein zu... Ich krieg's da gar nicht reingeschubst. Schieb, Jani, schieb. Oh, oh. Oh, wow. Okay, jetzt treibe ich. Guck mal. Und siehst du, wie er mit den kleinen Ärmchen versucht, die Mücken zu verjagen? Das ist echt so niedlich. Oh nein, Jani, nein, nein, Jani. Oh Mann. Ups, das habe ich jetzt aber echt irgendwie verpennt, ey. Wer rechnet denn damit? Da, ach, da ist sowieso ein Strudel oder so. Zack. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich jetzt da? Ah, da ist ein zum Schwingen, ne? Oh, 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 oh. Das sieht aber nicht stabil aus. Ich knote mal. Guck mal, wie das wackelt. Oh je. Ich kann nicht schwingen. Doch, ich kann schwingen. Aber die Mücken, die sind schon lästig. Ja, ich habe neue Wolle gefunden. Und jetzt? Wie soll ich hier weiterkommen? Hallo? Wow. Ah, da oben kann ich mich entlanghangeln. Aber den Weg von Jani durch die Mückenmoore siehst du dann in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakasch.